Ja, und da sind wir auch schon wieder mitten im Kampf, mitten im Geschehen hier. Uiuiui, will ich zum nächsten? Da raufprügeln. Da einprügeln. Den Wikingerhelm auf. Und der nächste. Okay. Schaut mal nach, ob hier noch einer. Wow, ist das eine große Höhle. Okay. Ja gut, dann grab mal weiter bis auf dich. Ich zieh ab. Du hebst das da auf. Und dann gehst du auch wieder zurück, würde ich vorschlagen. Ja, du gehst wieder zurück. Grillpilz. Mal da abschmeißen gehen. Wer bist du überhaupt, Graham? So, die nächste ziehe ich ab. Die öffnet mal das da. Oh, wieder Nahrung. So, dich packen wir mal voll. Ein Buch. Bedeutung der Gürtelfarbe. Okay. Wahrscheinlich Kung Fu. Könnte ich mal einen Grenzstein hinsetzen irgendwie. Oh, und eine Leiter. Ach, halt, da muss ich ja wieder den anderen Knopf drücken. Okay, gut, dann... Oh, hier liegt ja noch ein Grillpilz. So was. Noch einer? Ach, den kriege ich nicht mehr. Ah, je, oh je. Okay, kannst du auch mal hier deine Sachen abschmeißen? So, Graham, du bist schon weg. Wo bist du hin? Nee. Womit kämpfst du eigentlich, Junge? Keine Ahnung. Okay, Graham, du bist erlöst. Ihre Zwerge werden angegriffen. Oh je, oh je. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Kommt man da weg? Irgendwie sehe ich nichts. Was ist denn hier schon wieder durch hier gerannt? Meine Güte. Oh, ich sehe nicht durch, aber die kriegen das schon hin, hoffe ich. Ja. Ich hoffe es. Es sind zu viele auf einmal. Nun haut doch mal rauf, da macht ihn fertig, echt. Jungs, Jungs, Jungs. Oh, ich sehe nichts, ihr müsst mal da aus dem Weg gehen. Hey, der falsche Knopf, eine Leiter wieder. Ja, wen habe ich denn jetzt hier? Ist ja schon voll. Ich komme hier wieder nicht klar. Okay. Mal mit zurück. Ihn werde ich auch gleich die Leiter anbauen lassen. Einbauen? Na, ist schon aufbauen lassen, so rum. Ist da drin? Essen? Zinn. Das ist immer gut. Okay. Weiter, 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 weiter. Hier liegt nichts mehr rum. Da lag noch was. Das musst du jetzt mal auch aufheben. Okay, kannst du mal deine Leiter... Ja, die solltest du eigentlich... Ach, Trottel. Die solltest du nicht abschmeißen, die solltest du aufbauen. So, okay. Natürlich wieder blöd, jetzt sind alle hier wieder irgendwo verstreut. Ich habe nicht gemerkt, wer irgendwas eingesammelt hat. Eben. Hier noch eingesammelt, ein Hamster. Keule und eine Streitachse. Ich weiß nicht, womit du kämpfst. Na egal, schmeiß den Hamster mal auch weg. So, wo war ich jetzt bei ihm, ne? Eben, Henning. Du kommst jetzt erst, das ist gut. So, wo bist du denn? Da unten bist du.
Ah ja, nicht gerade hier schon, ich bin verwirrt. Ui, das war ganz schön aufregend gerade. Boah, wie er schleppt, wie langsam er läuft. Klettert er schneller die Leiter hoch, als wie er läuft. Okay, jetzt kann er erstmal die ganzen Nahrungssachen abschmeißen. Und auch den Hamster, warum er auch schon wieder einen Hamster hat, keine Ahnung, ich frag nicht. So, abschmeißen, abschmeißen, abschmeißen. Gut. Visa, die nächste. Ich möchte das nicht alles hier im Weg hinschmeißen. So. Was ist nun? Ach, jetzt hat sie die da. Boah, also Mädel. Unfassbar, wirklich. So. Dann musst du mal nach da unten den ganzen anderen Mist wegpacken. Zwei Keulen brauchst du auch nicht. Das heißt, die eine kannst du dahin packen. Wie die hier liegen, ist es so herrlich. So. Eine Keule weniger. Okay. Und das Essen auch weg. Danke. So, Ulf, Kakete. Natürlich erstmal wieder überall nachschauen. Market, okay. Gut, wer war jetzt nochmal der Jüngste? Standard im Alter. Uiuiui. Ulf und Annelie. Ulf, ach, warum habe ich das jetzt weggedrückt? Ich bin auch so klug. Ulf und Annelie. Ulf. Einhänder, Annelie. Kung Fu und Zweihänder. Nein, dann lasse ich mal Annelie das lesen. Annelie arbeitet gerade. Okay, dann warten wir mal 5 Minuten, bis Annelie fertig ist mit Lesen. Mitarbeiten. Lesen. Okay. Ist denn jetzt schon mal ein Bett fertig? Das ist großartig. Warum war das doch mal hier auf irgendwo? Das hier passt. Sie ist nur wieder nicht. So, da das Bett. Und da das Bad. Das kommt gleich daneben. So blind, so unglaublich. Da. Gut. So, Annelie. Wo bist du überhaupt? Was machst du? Du kochst, okay. Apropos kochen. So, Annelie, ich wollte dich eigentlich verfolgen. Macht Raupensuppe. Mhm. Ach so, mal hier oben wahrscheinlich. Ob sie das noch schafft. Meine, ihre Zeit läuft ja auch gleich ab, ne? Ah, deswegen ist es 15 Minuten noch ganz schön kurz, ne? Wenn die mal so viele Wege zwischendurch laufen, dann schaffen die nicht viel. So, dann koch mal den Süppchen. Also Essen, über mangelndes Essen können wir uns erstmal nicht mehr beklagen. Aber, ne? Sobald wieder ein Umzug stattfindet. Oh je. Ich brauche noch ein Lager, wo ich nur Essen lagere, glaube ich. Das ging ja, ne? Kisten, Nahrung, ja. Ich glaube echt, das muss ich mal machen. Also zumindest für den Umzug dann. Und damit nicht alles da einzeln tragen müssen. Das ist ja... Das geht ja nicht. Wäre vielleicht sowieso klug, wenn ich mehrere Lager mache und mal dasselbe lagere in einem Lager und nicht alles durcheinander mache. Das wäre auch meine Möglichkeit. Ich hoffe, ich vergesse die Idee wieder nicht. Ich mache mal so viele tolle Ideen und dann irgendwann nach einer Weile denke ich da nicht mehr dran. So, Annelie, wie sieht's aus?
Dein Süppchen ist fertig. Und hier Hamster. Hast du jetzt vor, eine Hamstersuppe zu machen? Das schaffst du eh nicht mehr in deiner Zeit. Befürchte ich zumindest mal. Warum hat sie jetzt so einen kleinen Bogen hier noch gemacht? Also die Schindezeit. Kennt man so, ne? Auf Arbeit. Zeit schinden. Ja. Bin gespannt. Ihre Arbeitszeit da jetzt beendet ist, lässt alles fallen und liegen wahrscheinlich, ja? Was macht der Grillhamster? Ah, jetzt hat sie dann gepackt und ist fertig, ne? Jetzt hat sie Freizeit. Sehr schön, so wird's gemacht, so Annelie. Bevor du irgendwas machst, musst du hier ein Buch lesen. Nee, Quatsch, das war ja auch anders. So. War das jetzt? Ich hoffe, so. Welchen Weg läuft zu denen? Müsste Kung Fu sein, denke ich mal. So. Ach, unser Bad ist schon bereit. Sehr gut. Sehr schön. So, okay. So, Annelie. Annelie hat plus 2 in Kung Fu. Jawohla. Bedeutung der Gürtelfarben. Sehr schön. Okay, 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 okay. Was machen wir? Was machen wir jetzt? Ich denke mal, es wird Zeit, hier noch so ein bisschen Bier brauen zu lassen. Dann schaue ich mal ganz kurz in der anderen Küche. Die ist hier schon leicht überfüllt. Okay, ich werde wahrscheinlich alles, was hier so weiter rechts steht, demnächst alles so ein bisschen umbauen nach links in die Höhlen hier, die ich hier mache. Weil sich jetzt doch alles nach hier verlagern wird. So, hier kommt nämlich auch noch eine Höhle und hier kommt noch eine Höhle. Ja, 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 das, ne, werde ich alles irgendwie so machen. Okay, was macht denn unser Bett? Ist das auch schon fertig hier? Oh, prima. So läuft das. So lobe ich mir das. Ich werde es jetzt hier aufstellen, auch wenn jetzt hier noch so ein Bereich von dem Rad hier ist. Ne? Also hier könnte man quasi noch was hinmachen, was Strom braucht, aber habe ich ja momentan eh nicht. Von daher, zack. Noch ein Bett. Macht die da? War die auf Klo? Jetzt wäscht sie sich die Hände. Ah. Und jetzt geht sie duschen. Schön. Oder sowas in der Art, ja. Und singt ein schönes Lied. So. Dann werde ich mir jetzt irgendeinen schnappen von den guten Wiggles. Wen nehmen wir denn da? Die sind ja gerade beim Arbeiten. Tonio, wie siehst du eigentlich aus? Okay, du hast Ernährung. Was machst du gerade? Du plauderst ein bisschen. So, Tonio, du musst jetzt mal was für mich machen. Und zwar sammelst du mal bitte ein diesen Grenzstein. Und dann auch diese Leiter. Warum diese Leiter? Nein, nicht diese Leiter. Wir nehmen einfach mal nur diesen Grenzstein. Weil hier, nee. Nimm mal nur den Grenzstein. Könnte ich gleich einen zweiten mitnehmen? Ich habe jetzt aber nicht irgendwas gemacht. Was habe ich denn jetzt hier? Warum habe ich jetzt eine Kippe in der Hand? What? What? Das wollte ich doch nicht. Tonio, deine Aufgabe ist noch klar? Ja, und wir haben einen neuen Zwerg, Quintus. Sehr schön, sehr schön, das läuft.
Das läuft. Wir gucken ihn uns auch gleich an, aber erstmal muss ich mich hier auf Tonio konzentrieren. Nicht, dass ich hier wieder irgendwas vergeige. Ach, nimm einfach mal zwei mit. Da sind ja eh so viele. Okay, jetzt kommst du mit mir hier nach unten. Da so hin. Baust jetzt mal hier. Da mal auf, damit wir hier einfach mal einen Überblick haben. Ja, und jetzt ist Margit auch sehr alt und wird bald draufgehen. Und Quintus. Und Lovita und Tonio. Lovisa und Tonio. Ja, sehr schön. Der Bas, ich meine, wird ein Klassenanwirt. Wo wird das schon ein Wirt sein? Aber wahrscheinlich nicht, weil so wenig arbeiten. Natürlich auch blöd, ne? Ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit der neuen Einstellung, die ich jetzt hier gemacht habe, wie sie arbeiten. Ah, nee, nee, bin ich nicht wirklich zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Das muss ich irgendwie in der nächsten Folge dann nochmal verbessern. Auf jeden Fall freue ich mich schon mal, dass wir jetzt wieder einen schönen Höhlenplatz haben und da schon die nächste kommt. So, Tonio, du wirst hier einfach mal aufbauen. Dann haben wir das halt einfach im Blick. Kaninschaden. So, und hast du den jetzt fertig? Den anderen hier. Da gibt es nämlich Stein und Pilz. Ne, das war klug. Nein. Das wäre rückgängig machen? Ich glaube nicht, ne? Ich kann den ja nicht mehr anwählen. Das ist das Blöde. Jetzt muss er den erstmal hinlegen. Na, um den dann wieder einzusammeln. Ich habe zu schnell gedrückt. Mein Finger war zu nervös. So, sammeln wir mal wieder ein. Und bau ihn doch mal auf. Kannst du ihn... Nein, du sollst doch da jetzt nicht hacken. So, das sollst du tun. Ja, ich komme klar. Dann werde ich Tonio, da er schon mal hier ist, gleich noch den Weg da weitergraben lassen. Es ist ja nicht mehr viel, es ist ja nur noch hier das kleine Stückchen da. So. Das kann er mal bitte noch für uns tun. Dann können wir nämlich hier dann den Gang da hoch verbinden. Miteinander. Ich denke mal, das sollte zu packen sein. Ja, das sieht doch gut aus. Ob das auch so funktioniert, weiß ich nicht, weil hier sieht ja aus, als ob hier noch ein Weg kommt, ne? Naja, wir gucken mal. Wir lassen ihn da jetzt mal ackern. Springen wir mal wieder zu den anderen kurz. Haben wir jetzt einen Barmann? Ja, wir haben einen Barmann. So, worüber beschwert ihr euch jetzt? Ja. Vorher kommt das nur, dieses Gefühl. Oh, okay. Alles klar, wir müssen dann auch mehr Bars bauen nebeneinander. Wir haben ja noch eine Bar irgendwo. Bin die nicht auch aufgebaut oder ist die hier? Ich meine, hier ist noch eine drin. Okay, na vielleicht baue ich die einfach hier neben auf. Mache ich einfach mal. Warum auch nicht? Wir haben sie schließlich. So, Bar. Verlagert sich das so ein bisschen nach hier noch. So, Tonio. Also ich denke mal, hier wird jetzt keine Höhle mehr kommen. Höchstens, dass hier noch ein Gang vorher hochgeht. So sieht mir das aus, weil hier, denke ich, kommt einer. Das sieht auf jeden Fall so danach aus. Sonst wäre hier nicht dieses... Der Balken, ne? Ist ja wie hier, ganz klar, zu erkennen. Ah doch, guck mal hier. Da wird noch wieder ein Weg kommen, oder? Ja. Dann werde ich mal das hier wegmachen. Erstmal kurz. Das sieht mir aus wie eine Tonne. Okay. Musste doch noch. Auch schön, so mitten im Nirgendwo einfach mal so ein kleiner Bereich, der offen ist mit einer Tonne. Okay, an der Leiter ist drin. Das ist sehr schön, weil die werden wir bestimmt dann auch gleich aufbauen. So, dann grab dich mal weiter. Da
Das machen wir noch und wenn Tonio hier fertig ist, werden wir die Folge auch wieder beenden. Jetzt ist dieses Ding hier aber weg, ne? Komisch. Ist hier doch kein Gang. Naja, wir werden sehen. Von mir aus muss da jetzt auch kein Gang kommen. Ah doch, jetzt ist wieder da. Ja doch. Da ist ein Gang. Da ist eine Tonne, oder? Irgendwas liegt da zumindest. Steine. Da ist eine Höhle. Eine Tonne. Und wahrscheinlich auch Gegnern. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. So, sehr schön. Jetzt kannst du bitte hier die Leiter gleich mal hinstellen. Die reicht natürlich auch nicht ganz bis hoch. So wild. Ja, Margit ist fast tot. Margit wird noch sterben. Hm. Sehen wir nichts. So, Tonio. Na, dann stellen wir noch die Leiter hin und dann schicke ich dich erstmal wieder zurück. Dann kannst du die letzten paar Minuten noch Freizeit genießen. Bevor du dann auch schon wieder Arbeitszeit hast. So, stell dich jetzt einfach mal da ab. Margit, wo treibst du dich eigentlich gerade rum? Okay. Wie das Essen hier rumliegt, das sieht aus. Oh, hier haben sie den Fels auch schon klein gemacht hier. Okay, Margit ist tot. Da ist sie gestorben, da ist ihr Zeugs. In der Kneipe gibt es kein Bier. Was? Ernsthaft? Wir hatten nur noch so viel Bier. Hier steht doch noch Bier rum. Muss mal einer nur transportieren. Kriegt halt keiner dahin. Faulen Wiggles. Doch, hier ist Bier. Was labert der denn da? Also wirklich. Hat mir einen Schrecken ein. So. Wir haben ein Problem. Also ich muss das doch mal ganz doll überdenken mit den Einstellungen. So richtig funktioniert tut es nicht. Ich muss doch mehr gleichzeitig arbeiten lassen. Sonst haben wir hier immer ein Problem. Aber werden wir uns, wie gesagt, in der nächsten Folge kümmern. Ich sage erstmal vielen lieben Dank fürs Zusehen und freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.